Oh, Moment mal. Ich kann die Frostflower auch so casten. Das ist sehr, sehr gut. Also normalerweise muss man immer machen, C, Frostflower und ein Ziel eingeben. Aber die Frostflower macht einfach so etwas. Deswegen kann ich es auch casten, ohne einen Feind als Gegner zu als Ziel zu haben. Das heißt, sobald ich in den Raum komme und ich sehe einen Gegner, kann ich sofort das spammen und muss gar nicht erst darauf warten, dass der mich angreift. Das habe ich nicht bisher immer gemacht. So, und jetzt kämpfe ich gerade gegen zwei auf einmal. Ja, der erste ist tot. Der zweite auch. Und unser erster Combat Point. Der Gegner war wohl stark genug, um einen Combat Point zu rechtfertigen. Entweder das oder man hat genug gekillt. Also manchmal kriegt man Combat Points auch bei ganz normalen Trash, wenn man genug killt. Aber meistens ist es so, dass man besondere Gegner, wenn man die umbringt, kriegt man Combat Points. Und die Combat Points könnten wir jetzt nutzen. Ich kann ja mal die Help-File aufrufen. Combat Points. So. Könnten wir nutzen, um Skills auf über 84% zu trainieren. Normalerweise, ich kann ja mal Skills eingeben. Ja, normalerweise lernt man Skills bei dem Trainer nur bis zu 84%. Und danach müsste man das durch Anwendung trainieren. Was bei manchen Skills einfach ist. Also bei Frostflower werden wir recht schnell auf 100% bringen, weil es halt immer wieder benutzt wird. Aber andere Sachen wie jetzt Maintaining Spells oder Spell Lore, das nutzt man nicht ganz so häufig. Und dann könnte man halt Combat Points benutzen, um sowas zu steigern. Apropos Maintain. Maintain. Bless cannot be maintained. Okay, was mit Armor? You know, maintaining the spell armor at the cost of 6 mana per hour. Also keine real-life hour, ne? In-game. Das heißt, unsere Mana pro Tick sind plus 8. Und wenn ich das unmaintain, oder wie geht das? Maintain. Unmaintain? Okay. Und wenn ich es nicht maintain, ist es immer noch plus 8. Das heißt, es ist nicht mal ein Mana pro Tick. Das heißt, wir können das ruhig durchgehend laufen lassen. Ja. Maintain Armor. Gut. Wie schaut es mit Shield aus? Maintain Shield, geht das? Spell cannot be maintained. Maintain Mana Shield. Spell cannot be maintained. Das ist ärgerlich. Also wir müssen jetzt Shield und Mana Shield immer wieder neu sprechen. Ja, gut. Oh, inside a great hall. This is a very large hall, which was probably used at one time for all together in to pray or just to talk about things going on in the world. Long benches crafted out of stone run nearly the entire width of the hall from east to west. These benches run up and down the entire length of the hall with only narrow paths around the edges. Bösartiger Druide ist hier. War hier. Und da es ein Druide war, könnte er für Caster interessante Sachen dabei haben. Mana Regeneration 1, Mana 12 ist eine Waffe. Und ich sehe da nirgendwo Wheel 2 stehen. Also könnte es einhändig sein. Das heißt, ich vergleiche das mal ganz kurz mit unserem Cane. Ja, wir verlieren jetzt zwei Rüstungsklasse. Na nun, hier steht auch nirgendwo Wheel 2. Warum konnten wir das eine Schild da nicht tragen? Auf jeden Fall behalten wir das Ding erstmal. Weil das glüht nämlich auch. Wir können es auch gleich nutzen, ne? Wheeled Stuff. Oh. Level 8 Druide. Ernsthaft? Steht hier aber nirgendwo. Ach nee, ich habe das falsche Ding angeguckt. Da. Ja, you can't use this yet. Bräuchte Level 8 Druide. Bleh. Donate. Stuff. Und der Bracer auch Druiden-Equip? Ja, auch Druiden-Equip. Menno. Den halt nicht. Oh, irgendwas
Besonderes. The benches come to an end at this point before two large statues of what looks like some kind of serpent. Each statue looks to have been crafted out of solid bronze, with the eyes having been inserted with a pair of emeralds. They are curled up with the upper portion raised as if it were ready to strike an opponent. Lock statue. Lock emerald. Ne, also man kann die leider nicht rausnehmen. Es funkelt, also will ich es mitnehmen, deswegen habe ich geguckt. Und wir brauchen ein neues Shield. Hier irgendwas anderes? Nö, gleicher Text. Auch hier mal kurz gucken. Aber es sieht nicht so aus, wenn hier irgendwas wäre. Wir könnten ein Level Up machen. Das spricht auch nichts gegen, ne? Ja, dann level doch mal. Oh, wobei doch. Ich würde ganz gerne das tauschen, dass Kleriker doch nicht die Zweitklasse ist, sondern Nekromancer. Das heißt, wir könnten jetzt die Erfahrungspunkte zusammensammeln, um den Sprung zu machen. Ja, erinnert dran, dass es immer eine gute Idee ist, die einfachste Klasse, die günstigste Klasse zu nehmen. Aber wenn man halt Hauptklassen- und Sekundärklassenwechsel macht, dann kann man nicht hier drauf vertrauen. Im Idealfall weiß man von vornherein, was ist seine Main, Sekundär, Tertiär und so weiter. Klasse und plant entsprechend, aber wer macht das schon? Die meisten Leute werden sich zwischendrin umentscheiden, weil sie halt merken, oh, ich bin aber lieber so und so ein Charakter. Ich gehe doch lieber mehr in Nahkampf oder ich will jetzt doch mehr buffen oder DD sein oder was auch immer. Und dann bastelt man sich so zurecht, wie es denn gerade passt. Am Ende ist es eh alles relativ, weil man dann, ich kann ja mal Who is machen und runterscrollen. Wenn man denn hier 148 Level hat, dann hat man halt fast jede Klasse auf Level 37. Also man kann später wirklich alles sein. Aber das dauert bestimmt noch eine ganze Weile. Oh, Alarm, Alarm, Alarm. Ich hab mal Alarm ausgelöst. Dark Assassin Growl Set. Und Wache ist auch dabei. Und alles stirbt durch die Frostkristalle, die ich um mich schmeiße. Der Spruch ist super. Flächeneffekt, macht viel Schaden, braucht kein Ziel. Einfach nur in den Raum reingehen und zerstör. Haben die irgendwas dabei? Look. Look in Corps. Black Handle Dirk. Demo Hit Roll Dex Hide. Nö, Dolch Deep. Und ist Anti-Good. Ja. Drop. Deck. Wir könnten auch schon mal unser Alignment festlegen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon darf. Align minus. You set your alignment goal. Achso. Align. Warning. Changes your character alignment is a lengthy process. Bla 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 bla. There is no reason to set your alignment at low level, and if you want alignment for RP reasons, we encourage you to wait until after you have reached level 20. Nö. Pause. So. Your alignment goal is now primeval. Das heißt, wenn Talane jetzt irgendwas Böses oder Gutes macht, dann wird das auch hiermit Auswirkungen haben. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwelche Gnomenwachen umhauen, einfach so, weil sie gute Erfahrungspunkte sind, dann sollte das eine böse Tat sein, aber wir kriegen ein böses Alignment. Wenn wir jetzt allerdings andauernd Quests machen, die gute Sachen machen, dann geht das Alignment auch wieder hoch, was für uns schlecht ist, weil wir wollen niedrig werden. Ich werde die Quests aber trotzdem alle machen, weil ich so gut werde Quests machen möchte. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht super böse sein, aber das passt ja auch ganz gut zu Talana. Die läuft ja doch irgendwie dann doch meistens mit den guten Helden rum. Ja, müssen wir schauen. Aber so würde ich ganz gerne das Feature euch mal zeigen, wie sich das jetzt entwickelt im Laufe der Quest und im ganzen Rumgelaufe. Noch ein Alarm, also kommen gleich wieder welche. Ja, da sind sie. Gleich Kristalle schmeißen. Ein Evil Black Mage ist auch noch dabei. Wir halten doch gut was aus. Oh, mein Schild ist gleich wieder rum.
Wenn der nächste Tick kommt, C, Mana Shield. Kurz warten. Müsste es gleich ticken. Tick, 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 tick. Tick. Gut. Und in Richtung, also wo sind wir erstmal jetzt genau? Wir sind bei einem kleinen Labor. This small room has walls and a ceiling of dark colored stone. It appears to be some type of laboratory for cages line one wall and various implements cover another wall. Along the back wall is a large table with even more cages sitting beside it. The room has seen traffic recently, for the floor is nearly clean of any and all dust. Yeah, ich weiß. Oh, wir können komplett leveln. Sag mal, ja. Nee, 99%. Open door. As you open the door, a mouse leaps out and flees through the wall to the west. Open wall. Huh. Behind a secret panel. This medium-sized room must have been a storage room at one time, for wooden crates of various sizes lie all over the place. Most of the crates look to have been ransacked already and have been smashed into pieces. A few beady eyes, red eyes, can be seen in the shadows. Stepping in their direction, you find that they are only rats. Scheint hier echt weiter zu gehen. This looks to be a small forge, with a fire in the pit just barely burning. A bored vent in the stone ceiling appears to be too small, in turn causing the room to fill with smoke. The few forging instruments lie about the ground and hang from hooks set into several of the surrounding walls. Und hier gibt es ein, was? Look. Mollet. This 1-foot mollet is very strange looking. It is not your typical tool found in a forge. One end of the head is rounded and the other comes to a dull point. It actually looks like something one would use when working with glass. Perhaps you could use it on something. Oh, 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 Glas. Wir hatten den Glassarg. Take mollet. Das heißt, damit können wir den Sarg jetzt bearbeiten. Gut, das behalten wir mit dem Kopf. Was schreit er da? Ah, the Dark One has sent me puny humans to destroy. You die fast, then I warn High Priestess Remondadin. Die scheint wohl hier in der Nähe zu sein. Before a strange looking hallway. The eastern corridor looks very strange for some reason. A smart explorer might head back the way they came, or at least make sure they are prepared for anything. Oh, Bosskampf. Gucken wir mal. You hear the whirring of machinery. This long hall is fairly wide, but it seems like an optical illusion to you. It's as if the walls are moving, but some kind of obscuring magic keeps you from seeing exactly what is happening. Ja, dann gehen wir doch mal 1, 2, 3 und nach links, also nach oben. Jo. The end of the tunnel. You have found... Oh, da kommt was. Gurgel. Loot. Oh, wir haben keinen Platz mehr. Ident Axe. Donate Axe. Die Notiz brauchen wir nicht. Die Beats. Können donated werden. Drop Paper. Okay. Stärken, Konstitution brauchen wir nicht. Doch, Ring. Ja. Und zu guter Letzt noch die Leggings. Gucken, was die machen. Dex. So. Ich war gerade dabei, den Raum zu erklären.
You find yourself standing before a black door carved with gold runes. The surrounding walls are rough with age and appear to have been carved out of a dark-colored stone. Set into the stone wall to one side of the door is a brightly burning torch. Open door. High Priestess Remondarden. So you have found our hidden temple. Well, now you have a choice. Will you join us or die? On second thought, you would make a better sacrifice to my lord anyway. Prepare to meet the Dark One. Nee, so schnell, Freundchen. Oh, the actual room is. Loot. HP-Regeneration 3, Alignment minus 3, Konstitution 1, Charisma minus 1. Das wäre sehr gut für Krieger oder Diebe. Dark Guard. Oh, das war die gute Dame. An eerie red glow fills this large chamber of dark stone. The source of the red glow looks to be coming from a gem set into a large altar of a black glass. Oh, glass. Schon wieder. Resting in one corner of the room. In the opposite corner sits a small table with a single large chair covered in small pillows. Everything lying about the chamber is dust-free. Well maintained in a reasonably good condition. Yeah. Alle, die hier zu diesem Tempel dazugehören, werden dafür sorgen, dass die hohe Priesterin die bestmöglichen Annehmlichkeiten haben. Aber was ist mit diesem Glasding? Nee, look. Alter. Look, Gem. Use. Mollet. Alter. Nee. Schade. The source of the red glow looks to be coming from a gem set into a large altar of black glass resting in one corner of the room. Können wir aber nicht mit interagieren. Na gut, die hohe Priesterin ist tot. Oh. Westen, Westen? Mist. Ah, okay. You somehow screwed up. You suddenly find yourself on a moving platform heading back the way you came. Hopefully you will be able to get off the platform sometime soon. Und wir werden am Eingang wieder rausgeschmissen. Also falls man falsch abbiegt oder dieses Rätsel mit den drei vor und ein links nicht löst, kommt man halt hier am Anfang wieder raus. Ja, okay. Ja, und wir können leveln. Level Necromancer. Bam. Coldfire und Clayman. Coldfire sollte ein Angriffsspruch sein. Clayman ist so ähnlich wie der Tinman. Ein kleines Helferlein, das uns verfolgt. Und Congratulations. You now have levels in 3 classes. Ja, und jetzt müssen wir halt Necromancer höher bringen als Kleriker, damit Necromancer unsere offizielle Zweitklasse wird. Das könnte also noch ein bisschen extra Erfahrungspunkte kosten, aber ich denke, wir sind eh voraus, was Level angeht. Ja, okay, das heißt, wir gehen jetzt komplett hier zurück. Ist das eigentlich eine Instanz? Where? Also mit dem Where-Befehl sieht man immer, wo man gerade ist und was es damit auf sich hat. Also was für ein Level das hat und so weiter. Und ja, ist eine Instanz. Das heißt, hier drin respawnt nichts. Ich kann mir also schön Zeit lassen. Man kann hier AFK gehen, wenn man das Telefon klingelt oder so, ist alles kein Problem. Das Ding respawnt erst, wenn man rausgeht. Und dann kann man hier Instance eingeben und dann sieht man, in wie viel Ticks das Ding respawnt. Also ich glaube zumindest, dass es erst respawnt, wenn man rausgeht. Ich hatte bisher zumindest noch keine Probleme. Das heißt, theoretisch könnte man reinlaufen, alle Gegner umbringen, die möglichst viele Erfahrungspunkte bringen und dann rausgehen, warten, bis es respawnt und dann wieder reingehen. Und so die Zone farmen. Allerdings muss ich gleich erwähnen, wenn man ein Gebiet oder eine gewisse Monsterart zu oft tötet, hintereinander, dann kriegt man weniger Erfahrungspunkte dafür. Und das kann man auch nicht umgehen, indem man einfach mal einen anderen Gegner zwischendurch tötet. Der merkt sich wirklich die ID von dem Gegner, den du getötet hast. Das heißt, ein-, zweimal ein Gebiet farmen ist okay, danach sollte man sich aber umgucken nach einem anderen Gebiet, was ungefähr im selben Level ist.
Natürlich kann man auch weiter durchgrinden, aber man kriegt dann halt nur noch 80% der Erfahrungspunkte. Muss man selber wissen. Aber so wird es halt ein bisschen so, ne, angeraten, dass man sich ein wenig umguckt und nicht einfach nur in jedem Level-Range immer nur eine Zone macht und dann zur nächsten Zone, zur nächsten Zone und dann bis zum High-End-Bereich eigentlich nur in 5 oder 6 verschiedenen Zonen war. Das wäre ein bisschen meh. Aber es wird natürlich nicht verboten. Das sei daher gesagt. Oh, da ist hier noch ein Kugel über. Nix da. Quietsch. Jetzt schon wieder 60%. Ach ja. So, wir sind in einer Messhall. Ja, überall liegt Müll rum. Das muss nicht unbedingt erklärt werden, denke ich. Hier haben wir noch 3 Türen. Oh, ein roter Maria. Das sieht doch gut aus. Loot Ident Ring. Erhöht Int, Wis und Mana. Allerdings haben wir bessere, weil sie Regeneration haben. Donate. Nicht Mana. Donate Ring. Gut. Wobei Mana-Regeneration ist jetzt für Talana in diesem Zustand, in dem sie ist, dass ihr nämlich mehrere Leute über die Schulter gucken, da ist es nicht ganz so wichtig, viel Mana-Regeneration zu haben. Aber im Normalfall, wenn man alleine spielt, dann rast man ja viel mehr durch so ein Dungeon durch, man liest das alles nur so halb oder quer. Da ist es wesentlich wichtiger, Mana-Regeneration zu haben. Als jetzt. Ich baue das trotzdem alles schon mal so zurecht, damit ich später, wenn wir dann zu den Folgen kommen, wo ich zwischendurch mal leveln muss. Das heißt, ich mache dann eine Zeitrafferfolge oder dergleichen, damit ich da dann auch schön durchrushen kann. Das sind alles nur kleine Schlafzimmer mit garstigen Leuten drin. Das könnte Loot Ident Scepter ist für Antigut Neck